So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World auf dem Timodia-Server, ja? Ich musste gerade überlegen, wie er denn nochmal heißt. Er heißt nicht Expert, sondern Tim. Und ich bin gerade aus der Nachtschicht gekommen. Es ist Donnerstagmorgen. Ich hoffe, die Folge kommt heute sogar noch raus. Also Donnerstag. Ich spiele die Map Nice Krimskrams Epic Stun von Tuned Eric. Okay, interessanter Name. Ich will aber eben noch zu Ende führen, was ich sagen wollte. Und zwar bin ich gerade aus der Nachtschicht gekommen. Ich habe 8 Stunden Nachtschicht hinter mir, beziehungsweise eine Woche Nachtschicht hinter mir. Und bin also komplett übermüdet. Deswegen habe ich mir gedacht, spiele ich irgendwas, wo ich nicht wirklich Konzentration haben muss. Da ist Jump'n'Run eigentlich immer ganz oben mit dabei. So, hallo und herzlich willkommen auf meiner Map. Auf einer neuen Map von mir. Ich hoffe, sie gefällt euch. Dies ist eine Map. Ich kann es nicht lesen. Die wir gebaut haben. Ja, gut. Wünsche euch viel Spaß. Okay. Diese Map widmen sie Epic Stun. Wer auch immer Epic Stun ist, kenne ich nicht. Aber okay. Wir waschen einfach mal. Beziehungsweise waschen auch nicht, aber... Wir spielen. Es ist einfach wieder random irgendwas zusammengebaut. Das da scheint irgendwie eine Schule zu sein. Hier ein... Gebaut von Doodler HD, okay. Hier einfach irgendein schwarzes Gebilde. Was soll das sein? Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, ich habe gerade 8 Stunden hinter mir, Nachtschicht hinter mir, deswegen erwartet einfach nicht zu viel. Ich bin froh, dass wenn heute überhaupt eine Folge kommt. Oh, ich bin gerade fast drüber gehüpft. Und zack. Und vielleicht seid ihr auch froh, wenn heute eine Folge kommt. Denn ich habe selber nicht damit gerechnet. Ich gucke gerade, ob hier ein Kristall ist. Aber es sieht nicht so aus. Okay. Jetzt wieder zurück. Der Slime-Job war easy. Und weiter geht's. Ups. Jetzt kommen wir von... Was soll das Grüne sein? Ein Controller? Ach, so ein Xbox-Controller könnte das sein, ne? Das ist irgendwie eine kleine Oase. Ich lese nicht jedes Mal die gebauten Leute vor. Ist hier jetzt was im Wasser? Nee, auch nicht. Okay. Weißt du, erst mit Kristallen locken und dann nicht setzen. Wahrscheinlich sind die wieder am Ende alle 3 nebeneinander oder so. Zack. Wir müssen nach oben, kein Problem. Die Jumps sind alle sehr, 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 sehr easy. Für meinen jetzigen Status vielleicht gar nicht so übel. Sagte er und lief einfach runter. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade aus 8 Stunden Nachtschicht gekommen. Das ist halt ein bisschen schwer, wenn man arbeitstätig ist und gleichzeitig versucht, irgendwie einen YouTube-Kanal relativ aktiv zu halten. Ich weiß, dass ich nicht immer schaffe. Achso, da unten muss ich hin. Okay. Ich weiß, dass ich es nicht immer schaffe, meine 2 Videos am Tag rauszuhauen, aber ich versuch's halt. Ich gebe mir alle Mühe und ich weiß, dass jetzt die letzten Tage zum Beispiel keine Folgen gekommen sind, was aber weniger daran lag, dass ich es nicht aufgenommen habe, sondern dass ich einfach vergessen habe. Also es sind ab und zu hier Paragon-Folgen gekommen, aber nicht so regelmäßig, wie ich sie gerne released hätte, weil ich es einfach vergessen habe, sie auf aktiv zu schalten, was dann nicht so helle ist, wenn man Videos aufnimmt und die nicht auf aktiv schaltet. Und ich glaube, ich mache hier gerade einen großen Fehler, indem ich nicht einfach an der Seite gehe. Das ist, glaube ich, mein größter Fehler, weil das, genau, macht es um einiges einfacher. Puh, den Part hätten sie aber ein bisschen kürzer packen können. Ich packe mal das Ding aus der Hand, sonst falle ich gleich wieder runter und rege mich auf, beziehungsweise ich setze mich zurück und rege mich auf und falle nicht runter. Wir gehen nach rechts. Und nach unten. Okay, wir nutzen, ach nee, kein Backtracking, okay. Ich habe jetzt gedacht, wir springen wieder irgendwie ein Stückchen zurück oder so. Das ist hier so ein 4 gewinnt. Nice. Hat jemand schon gewonnen? Der auch Schwarz hat doch schon lange gewonnen. Warum spielen die noch weiter? Oder ist... Ach nee, da ist einer zwischenfrei. Oh, habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Ah, okay. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. 4 gewinnt. Früher als kleines Kind. Früher. Das klingt so, als wenn ich alt wäre. Bin ich auch.
Im Vergleich zu den Zuschauern wahrscheinlich schon. Was ein bisschen traurig ist. Im Vergleich zu Kronk zum Beispiel bin ich aber noch ein Jungspund. Glaube ich. Doch. Doch, Kronk ist, glaube ich, 70 oder so. Und ich bin halt bei Weitem noch nicht 70. Wo muss ich hin? Ich meine, ich bin ein bisschen durcheinander wie ein 70-Jähriger, aber... Oh, meine Kaffeemaschine. Wer hätte das gedacht, dass morgens um 8 Uhr meine Kaffeemaschine losgeht? Naja, ich bin, wie gesagt, heute Morgen um 6 Uhr aus der Nachtschicht gekommen. Jetzt wundern sich wahrscheinlich einige, warum ich nicht versuche, irgendwie zu schlafen, aber... Scheiße. Das ist meistens... Beziehungsweise es ist eigentlich immer so eine Entscheidung, die man morgens treffen muss. Was mache ich an meinem letzten Nachtschichttag? Entweder bleibe ich auf oder ich gehe ins Bett und versuche möglichst früh aufzustehen oder ich penne aus und habe dafür umso länger diesen Turnus drin. Denn man hat echt lange diesen Turn von der Nachtschicht, dieses mit nachts aufbleiben und so weiter. Und da ich auf der Arbeit nicht penne, werde ich diesen Turn auch nicht so schnell wieder los. Also es gibt ein paar Kollegen, die schlafen natürlich auf der Arbeit. Soll jedem gegönnt sein, wenn er meint, das machen zu müssen. Ich meine, ich werde dafür bezahlt, dann kann ich auch wach bleiben. Ist es natürlich umso schwerer, wenn man wirklich immer seinen Schlaf von abends um 22 Uhr morgens verlegt, von 6 Uhr bis 16 Uhr anstatt von 22 Uhr bis 4 Uhr. So ist nämlich mein normaler Schlafrhythmus, wenn ich Frühschicht habe. Also von 22 bis 4. Und wenn man alles so komplett umswitcht, dann ist es auch wieder sauschwer, wieder zurück zu switchen. Da habe ich jedes Mal einen Kampf mit. Und auch heute wieder. Und ich habe mir heute gedacht, bleibst du mal auf und guckst mal, ob du dadurch dann besser in deinen Turn zurückkommst, aber ich mache jetzt schon seit, keine Ahnung, wie viele Jahren Schicht. Ich glaube, das ist jetzt das fünfte Jahr, sechste Jahr. Ich habe keine Ahnung, die Zeit vergeht wie im Flug. Auf jeden Fall habe ich immer noch keinen Weg rausgefunden, wie ich... Oh, ein Drache. Was ist das? Ach, einfach nur ein Drache. Ich dachte, da steht was mit bei. Oder hier heißt der Typ Glumanda. Nee, German Let's Play. Ply, Entschuldigung. Also ich mache jetzt schon seit 6 Jahren Schicht und ich habe immer noch keinen Weg gefunden. Da. Stand da übrigens gerade. Denn das ist das John Cena-Lied. Da. Oh, nicht, dass ich Copyright geclaimed wird, weil ich das so akkurat nachmache. Ich gucke Wrestling. Gebe ich ganz einfach zu. Habe ich auch kein Problem mit zuzugeben. Wissen aber in meiner persönlichen Umgebung... Ich meine, es ist klar, es ist einfach, irgendwas im Internet zuzugeben, aber wissen in meiner persönlichen Umgebung, glaube ich, relativ wenige, dass ich Wrestling-Kram gucke. Ich meine, einige wissen, dass ich mich damit auskenne. Ah, jetzt muss ich da runter, weil da ein Kristall ist. Einige wissen, dass ich mich damit auskenne, mit dem Krams, aber dass ich wirklich aktiv gucke, aktiv verfolge. Auch so ein bisschen in dem... mit je mich ein bisschen auskenne. Also ich habe selber natürlich nicht, also nee. Ich bin, glaube ich, der unsportlichste Mensch, den ich kenne. Ich würde, glaube ich, allen Leuten die Genicke brechen, wenn ich mit denen irgendwelche Wrestling-Bumps machen würde. Aber ich bin halt so ein bisschen in dem Metier mit drin. Was mich auch schon mal überlegen lassen hat, hier dieses 2K17 zu spielen, aber es ist in meinen Augen einfach scheiße umgesetzt und es macht mir keinen Spaß. Ich habe es auf der PlayStation 4 gespielt, ein bisschen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Also die Story ist richtig Müll und nee, werde ich nicht Let's Playen oder ähnliches. Ein gut umgesetztes Spiel würde ich gerne Let's Playen, aber das gibt es halt aktuell noch nicht. So, jetzt sind wir auf irgendeiner Schule. Wir waren eben gerade, keine Ahnung, was das schon wieder war. Irgendeine Hüpfburg oder so. Oder ein Strand, weil da ist eine Muschel mit einer Perle. Ich weiß nicht. Ich bin zu verwirrt. Ich rede doch gerade über alle möglichen Themen.
von Gronk auf John Cena zu. Wobei, auf John Cena bin ich auch nur durch den Wrestling-Ring da vorne gekommen. Meine Brüder glauben alle, dass er glaubt, also dass John Cena glaubt, dass andere Wrestler ihn nicht sehen können, weil seine Catchphrase ist ja You can't see me, was aber ja eigentlich eher der Spruch für sein Five-Knuckle-Shuffle ist, was ja ein anderes Wort für Onanieren ist. Aber, ja, meine Brüder glauben halt, dass er glaubt, dass niemand ihn sehen kann. Das war easy. Du hast es geschafft, super. Wir hoffen, die Map hat dir gefallen. Wenn ja, dann lässt auch eine gute Bewertung da. Schau, gute und faire. Oh, schlechte und faire geht nicht. Denn, bla bla bla, Schleim, Schleim, Schleim. Schleim, 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 Schleim. Ein paar Herzen. Hier kommt man nicht raus. Ich habe nur zwei Kristalle gefunden. Gut. Geben wir erstmal eine Bewertung ab, bevor ich weiter über Wrestling und so Quatsch laber. Und über meine Brüder, die nicht verstehen, dass John Cena nicht so dumm ist, wie alle denken. Aber die Diskussion führe ich auch mit denen gar nicht. Ich habe denen nur gesagt, Leute, der glaubt nicht, dass die ihn nicht sehen können. Der hat das einfach nur als Move. Aber wir wollten erst bewerten. Die Kreativität. Es wurden Slime-Jumps benutzt. Keine Effekte, kein gar nichts. Fand ich okay. Die Sprünge waren mir viel zu einfach. Sage ich nicht oft, aber 11 Fails bei 10 Minuten ist schon für meinen jetzigen Zustand plus meine Sprungkünste wäre bei 10 Minuten eigentlich so 100 Fails bei mir Standard. Fand ich auch nur okay. Sie waren leicht, deswegen gibt es kein mäßig. Wenn das jetzt noch nur 4er-Sprünge gewesen wären oder so, dann wäre es jetzt noch mäßig geworden. Die Optik fand ich auch okay. Ich fand, das war eine okaye Map. Es war in meinen Augen wieder kein Tagessieger. Das passiert mir letzte Zeit viel zu häufig. Und jetzt habe ich irgendeinen angeklickt. Okay, das wollte ich so gar nicht. Aber es ist jetzt halt so. Und da ich keine Lust habe, einen Cut zu setzen, laber ich einfach noch ein bisschen vor mich hin über. Nein, Wrestling ist halt wirklich in Deutschland absolut Sparte. Gibt wenige, die sind. Also es gibt schon Leute, die es in Deutschland gucken. Es läuft auch auf Sky, soweit ich weiß. Ich guck's im Internet. Aber es gibt halt nicht so einen Riesenmarkt wie in Amerika. Oder England. England ist Wrestling auch richtig groß geworden. Letzte Zeit. Da habe ich mir auch das Turnier angeguckt. Da war jetzt ein großes Wrestling Kingdom Turnier im WWE Network. Fand ich sehr, sehr cool. Vor allem, weil ich einige der Wrestler schon kannte aus Indie-Promotions. Ich gucke ein, zwei Indie-Promotions ab und zu mal. Was wieder eine Ausnahme ist. Also diese Indie-Promotions sind halt so kleinere Wrestling-Kompanien, also nicht so wie die WWE oder TNA. Also TNA ist auch schon kleiner, aber nicht so klein. Und dann gibt es halt alle möglichen kleinen, sowas wie Progress, ICW, glaube ich, WCPW und all sowas. Da gucke ich halt ab und zu mal rein. Und deswegen kannte ich einige der Wrestler und fand das sehr, sehr interessant, wie die sich bei dem Turnier schlagen. Und wir sind auf Merry Christmas von M41K3. Hallo, Katze. Du bist allein zu Hause. Deine Familie will dich später für ein gemeinsames Weihnachtsfest besuchen kommen. Also wohne ich auch sogar alleine. Ich bin nicht nur alleine zu Hause oder meine Freundin ist weg. Ich habe aber keine Freundin. Also, na gut. Wo sind die Geschenke? Oh nein, du hast sie vergessen zu kaufen. Ja, weil Weihnachten auch immer so plötzlich kommt. Mach dich auf den Weg zum Supermarkt und bewahre das Fest vor einem Drama. Dun, dun, dun. Nein, eigentlich. Meine Familie hatte mal ein Jahr versucht, ohne Geschenke zu arbeiten, aber ja, Entschuldigung, ich weiß, dass ich springen muss. Aber das war nichts mit dem ohne Geschenke, das war irgendwie doof. Auf zum Auto. Nö, ich gehe jetzt erstmal in ein fremdes Haus. Okay. Wir kommen hier rein. Da. Ich will jetzt auch nicht weiter über Wrestling philosophieren. Ich finde es nur. Na, zweiter Kristall. Diese ganze Diskussion, das ist nicht echt. Ist schon ein bisschen lächerlich, denn das weiß jeder, der es guckt.
wer es in der heutigen Zeit nicht weiß und es trotzdem guckt, der ist dann entweder 10 Jahre alt oder ziemlich dumm. Und es kommt halt immer darauf an, wie man es aufnimmt. Also wenn man das guckt wie eine Serie, wie ein Film, dann kann man sich da ganz gut drauf einlassen. Wenn man es nicht guckt wie echt ein Sport. Es gibt keinen freien Parkplatz mehr, ich muss laufen. Okay, alles klar. Also diese ganzen, es ist nicht echt, es ist nicht echt. Ja klar, es ist mir klar. Ist jedem, der es guckt, klar. Wir gucken es aber auch, weil es uns Spaß macht und nicht, weil's, weil wir denken, dass es echt ist. Ich meine, klar, die Bumps und sowas tun trotzdem sau weh. Gehe ich fest von aus. Auch wenn es natürlich ein bisschen übergeactet wird, also ein bisschen stärker dargestellt wird, als es ist. Doch. Und ich habe Spaß dran und solange ich Spaß dran habe, werde ich es auch weiter gucken. Wenn ich keinen Spaß mehr dran habe, höre ich auf, so wie bei allem im Leben. Das sollte man auch überall so weiter behalten. Ups, da bin ich ein bisschen zu weit gehüpft. Das sollte man auch in jedem Beruf so beibehalten. Oh, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber ist halt so. Wenn einem der Beruf irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann sollte man auch einen Beruf kündigen. So, wo muss ich hin? Da oben rauf. Das hat mir auch eine... Oder hat der Klasse auch eine Lehrerin in einem Fußweg, was? Fängt weiter unten an? Ach, fängt wieder an, okay. Hat uns auch eine... Es ist nicht mehr weit. Eine Lehrerin für Personalführung in einem Kurs gesagt, den ich mal besucht habe. Wenn euch euer Beruf keinen Spaß mehr macht, dann müsst ihr kündigen und einfach was Neues machen. Ist für Leute, die ein bisschen Bildung haben... Spring auf den Slimeblock, alles klar. Ist für Leute, die ein bisschen Bildung haben, auch nicht das Problem, den Beruf zu kündigen und was Neues zu finden. Da haben es Leute, die in der Schule nicht aufgepasst haben und einfach keine Lust hatten. Ich meine, ich war auch jemand, der nie gelernt hat, aber ich war halt nicht dumm. Das ist halt mein Vorteil. Für solche Leute ist es halt schwieriger im Leben immer wieder was Neues zu finden, wenn sie keinen Spaß mehr in ihrem Job haben. Kein Winterdienst. Das hätte ich gar nicht gemerkt, dass es hier keinen Winterdienst gibt. Da ist ein Loch bei euch im Boden, Leute. Ja, wie gesagt. Für Leute, die ein bisschen Bildung haben, ist es echt kein Problem im Leben, mal was Neues anzufangen, wenn sie keinen Spaß mehr haben. Oder für Leute, die genug Geld haben, dann ist es natürlich auch kein Problem, aber... Zu der Sorte gehöre ich leider noch nicht. Ich wusste, dass es hier komisch aussieht. Noch nicht gehöre ich zu der Sorte, aber irgendwann habe ich genug Geld, dann mache ich einfach gar nichts mehr. Dann werde ich Hartz-IV-Empfänger. Und gucke, keine Ahnung, nur noch Pornos den ganzen Tag. So wie jeder Hartz-IV-Empfänger. Ich setze mich zurück. Bevor ich wieder da hochgeklettert bin, bin ich eher außen rumgelaufen. So. Endlich hast du die passenden Geschenke gewonnen. Du gehst zur Kasse und bezahlst. Das sollte man im Laden auch immer so machen. Hallo Hexe. Oh, die hat mir eine geknallt. Ich fasse es nicht. Das ist Gewalt am Arbeitsplatz. What? Ich glaube, ich muss da hoch. Ach, da ist ein Checkpoint. Knallt mir die einfach eine. Von der Kassiererin geschlagen. Oh. Von der Kassiererin einen. Tombstone Pile Driver kassiert, oh mein Gott. Naja gut, das wird jetzt langsam lächerlich. Ich sollte auch aufhören, über Wrestling-Kram zu labern, meine Güte. Das ist doch nicht so schwer hier eigentlich. Ist auf jeden Fall anspruchsvoller als die Map eben. Nicht viel, aber ein bisschen. Leute. Ich will doch einfach nur... hier rüber. Oh, Manu. Womit ich nicht klarkomme, ist gerade, dass ich zack, 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 hier nicht rüberkomme. So. Und jetzt ab nach Hause ins Portal. Ich wohne in meinem Portal. Okay. Läuft bei mir. Ich weiß auch nicht, welcher Laden an Heiligabend noch um diese Uhrzeit auf hat. Ich meine, die haben, glaube ich, morgens alle auf, aber egal. Was feiert man an Weihnachten? Ja, wer das nicht weiß, ist ein bisschen dumm.
Richtig. Oder hat, nein, das darf ich nicht sagen, oder hat halt was anderes als Religion, denn andere Religionen feiern natürlich keinen Weihnachten. Da habe ich gerade nicht dran gedacht, es tut mir leid, falls ich jemanden offended habe, bla 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 bla. Nein, ich habe einfach nicht dran gedacht. Herrgott, das kann doch mal passieren. Jesus von Nazareth. Puh. Oh, ich bin gestorben durch meine Enderpearl. Falsch, was? Oh mein Gott, Jesus von Bethlehem, ich habe keine Ahnung davon. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin so unchristlich. Ich weiß, dass die Geburt von Jesus geboren wird und das ist auch schon alles. Ich habe keine Ahnung, wie viele Weise es gibt. Ich habe keine Ahnung, was die gebracht haben. Ich habe keine Ahnung, wie die hießen. Wirklich keine Ahnung. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Puh, es gibt wichtigere Sachen im Leben, glaube ich, als diesen ganzen Christus, Jesus Christus-Kram. Ich meine, ich bin konfirmiert. Aber ich bin halt ungläubig, bis zum geht nicht mehr. Du entscheidest dich, die letzten Meter zu laufen und die frische Luft zu genießen. Aber hieß er nicht Jesus von Nazareth? Der hieß doch nicht Jesus von Bethlehem. Bin ich jetzt doof? Oder weil seine Eltern da rausgekommen sind? Naja, gut. Also frische Luft genießen ist bei ein bisschen Regen, aber ein bisschen doof, ne? Es wäre nett gewesen, wenn der Map-Ersteller wenigstens den Regen ausgestellt hätte. So. Ich weiß auch nicht, warum mein Nachhauseweg so scheiße ist, aber der ist schon ein bisschen scheiße, mein Nachhauseweg. Der Regen ist gerade ein ziemlicher Nervpunkt. Ich konnte gerade nicht sprinten, okay. Der Sprung ist echt eng bemessen, so. So, der war auch ganz schön knapp. Der Regen nervt immer noch. Map-Erbauer. Please, stell den Regen aus. Es gibt Abzüge in der B-Note. So und so und so. Nice. Es regnet immer noch. Schau doch, die Kinder haben viel Spaß. Schau, was ich bekommen habe. Ich habe ihm einen Silberfisch geschenkt. Kämpfe mit mir. Ich töte dich. Oh. Geschenk, okay. Essen ist fertig. Hallo Katze. Weg zum Supermarkt, Weg nach Hause. War jetzt optisch nicht so die Bombe. Weihnachtsgans, nice. So. Und das gibt auch nochmal Abzüge, dass man hier den Nusea-Effekt am Ende kriegt. Denn man kann hier nichts lesen und nicht sich die Map angucken. Das ist ziemlich behindert, wenn man sowas macht. Wenn ich das so sagen darf. Das gibt nämlich nochmal derbe Anzüge. Also der Regen war nervig. Regen gibt Abzüge in der... Gibt alles Abzüge in der Optik. Also das Nusea und das Regen. Und die Map war auch nicht besonders schön gebaut. Gibt nun schlecht. So, fertig. Die Sprünge fand ich gut. Die Kreativität war okay. Ich muss hier raus. Und dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen. War eine okay Map. Beide Maps waren okay. Im Großen und Ganzen, die erste war optisch besser als die zweite. Dafür von den Sprüngen nicht so gut. Und kreativ waren beide nicht. Schade. Schokolade. Aber ich glaube, ich habe über genug Themen diese Folge gelabert. Einfach querbeet. Alles, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist. Ich glaube, das ist auch der Sinn von diesem Format von Jumpin' Runs, dass man einfach ein bisschen vor sich hin blubbert. Und die Zeit, what the fuck, sich nicht zu weit, zu lang kommen lässt. Such dir erstmal einen eigenen Skin, bevor du Leute zu Jumpin' Run rausforderst. Alter. Okay, ich danke euch fürs Zusehen, habe ich schon mal gesagt. Bis zum nächsten Mal.